irgendwo hin. Dauer? Ja, Papa, grüß dich. Du, ich habe einen Autounfall gehabt. Du musst da unbedingt helfen, unbedingt. Mein Gott, Michael, bist es du? Ja, ich bin's, der Michael. Bitte, Papa. Ich habe überhaupt keinen Problem, der Michael ist. Nicht mit mir. Nicht mit mir. So heißt die neue Form der Kriminalitätsprävention für ältere Menschen in Niederbayern. Der Kabarettist Tom Bauer und der echte Polizist Rudolf Schmuderer gehen neue Wege im Kampf gegen Haustürkriminalität und Trickbetrügereien am Telefon. Ja, wir haben halt als Kabarettisten ganz andere Möglichkeiten, wie einer, der mit der PowerPoint-Folie so einen Vortrag hält. Ich habe mir das schon angeschaut vorher von der Polizei und die machen es echt top. Aber da sind halt die Möglichkeiten begrenzt, wenn ich in einem Verein sein bin. Und ich habe halt, ja, ich habe Musik, ich kann Sketche machen. Und das, glaube ich, ist der Unterschied, warum das so gut ankommt. Dabei soll ich Anrufe echt nichts riskieren. Mein Vorschlag kann's das ignorieren. Die sicherste ist Einhänger. Ja, hängt's ein, legt's den Hörer auf. Und damit das Telefonhörer-Einhängen auch in den Köpfen hängen bleibt, wird das gleich mit den Nachbarn geübt. Die Idee zu dieser neuen Art der Kriminalitätsbekämpfung kam vom Seniorenbeirat im Landkreis Dingolfing-Landau. Umgesetzt wurde das Projekt vom Landratsamt und der Polizei. Bislang waren die kostenlosen Seniorenveranstaltungen immer voll besetzt. Weil es ist wirklich eine wichtige Sache. Es macht so viel Sinn. Und man macht als Kabarettist so viele unsinnige Sachen. Und das macht richtig Sinn, dass man Verbrechen vielleicht verhindern kann. Und das gefällt mir an dem Ganzen. Auf der Bühne werden alle möglichen Betrügereien durchgespielt und sollte jemand trotzdem drauf hereinfallen, dann heißt es in die Offensive gehen, rät der echte Polizist aus dem Kabarettstück. Wenn so jetzt passieren, dann braucht sich keiner schauen und dann kann man auch drüber reden. Da wird keiner ausgelacht, da wird keiner für blöd verkauft, sondern dann muss man wirklich dagegen vorgehen. Sei es mit einer Anzeige und dass man auch andere darüber informiert, wo es wieder im Gange ist. Die rund 300 Besucher haben viel gelacht bei dem etwas anderen Seniorennachmittag und gehen doch nachdenklich nach Hause mit eigenen Erfahrungen. Der SMS mit Hallo Mama, Hallo Papa, obwohl es gar kein Papa mehr gibt, der ist gestorben. Und also das sind lauter Falschmeldungen. Ich hab gemeint, das ist irgendwie was für alte Leute und langweilig, aber es war recht schön bunt, ich bin nicht eingeschlafen. Und habe auch für meine jungen Jahren schon einiges mitgenommen, wo in Zukunft ein bisschen besser aufpasse. Nicht mit mir, das immer wieder sich vor Augen halten und verinnerlichen. Das ist ganz wichtig, nicht mit mir. In dieser Woche gibt es noch weitere Aufführungen im Raum Dingolfing und dann vielleicht auch in anderen Regionen Bayerns. Musik.